Ja, hallo, liebe Zugfreunde, ich bin's, der Tenshi, und zusammen mit dem Old Bull spielen wir Factorio. Together, Multiplayer und so. Ja, endlich mal wieder. Alter Leute, wir haben heute, als ich mich connected habe beim Old Bull, da stand da, dass ich die Karte von Old Bull mit 800 bis fast 900 Kilobytes pro Sekunde gezogen habe. Normalerweise über Hamachi und keine Ahnung, wie wir das immer alles machen, läuft das normalerweise mit 80 KB. Wir haben die zehnfache Geschwindigkeit und das sehen wir auch an der FPS. Also wenn die Geschwindigkeit und die Verbindung gut ist, dann ist auch die FPS zueinander viel besser. Und Alter, wir haben gerade eine Forschung gemacht, die... Hä, wieso steht du bis 200? Hm? Achso, du hast den... Hä, ist das auf andere Kampfanzug? Weil jetzt, wo ich T gedrückt habe, kommt ja ein anderer Kampfanzug. Ja, da gibt es noch einen anderen. Achso, nee, wir haben gerade den hier gemacht, der hat eigentlich... Wieso steht hier, der hat 200 von... Hä, bin ich blöd? Der hatte doch gerade auch was mit 1500 eigentlich. Das ist der hier. Ach so, ich dachte, du hast den gemacht. Ja, ich habe scheinbar einen anderen angeklickt. Ja, weil wir haben nämlich den Vorfahren davon, den Vorgänger, und das wäre dann die neuere Version. Die machen wir jetzt einfach nur an, damit wir was zu forschen haben. Ja. Denn wir haben jetzt 2 Wochen nichts aufgenommen, ne? Ungefähr so lange war das. Das war irgendwie immer ganz doof. Ja, da war Fallout-Release und dann habe ich Probleme mit meinem Öhrchen gehabt. Also, und dann hat der Tenshi Frauenprobleme. Ja, meine Periode war wieder da. Ja, auf jeden Fall, wir haben versucht rauszufinden, was wir vorhatten. Wir wollten eine Baumfarm errichten, weiter außerhalb von der Basis. Also würde ich da hier hinten, wo das ganze Yooki-blaue Zeug ist, würde ich denken. Ne? Und wir wollten Kohle ran schaffen. Ja, weil uns die richtige Kohle ausgeht. Und deswegen würde ich sagen, entweder machen wir hier hinten eine Baumfarm, bei dem Blauen eine Baumfarm, und dann oben die Kohle mit anschließen. Oder? Ja, das kann man auf der Schrägen direkt machen, oder? Genau. Ja, dass wir da so rausfahren, so. Ja. So, und das Coole ist nämlich, was ich den Ulpo vorgeschlagen habe, wir können ja jetzt hier bei von Five Dimes, oder wie das Ding heißt, können wir die passiven Provider Carriage machen, also die Güterwaggons, die gleichzeitig als sowas hier zählen, ja, als Anbieterkiste. Die könnten wir hier dran klatschen und dann hätten wir hier einen Waggon mit einer passiven Anbieterfähigkeit. So, dann fährt der Zug hier einfach rein. Der heißt, also dieser Bahnhof heißt nicht Kohle, der heißt einfach nur Hauptbahnhof. Kann ich ihn umbenennen? Ach hier. Hauptbahnhof. So, oder? Ja, so. Und jetzt, ja, fährt der Zug hier ins Hauptbahnhof rein. Dann kommen die Roboter und holen sich alles aus der Kiste raus, was sie brauchen. Also die ganze Kohle, die halt irgendwo. Ich baue mal so ein Ding. Genau, so. Dann könnte man nämlich rein theoretisch hier noch ein zweites Gleis machen, auch mit einer Station. Habe ich noch Station einstecken? Ja, eine habe ich noch. Ah, Mist, wir müssen noch eins runtergehen weiter. Eins müsste weiter runtergehen noch. Das muss dahin. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz zwischen den Dingen. Ich habe keine Gleise mehr einstecken. Aber nee, ich habe ja Platz. Ich habe noch Gleise einstecken. So, und dieses Ding, das nennen wir jetzt auch, was Twixman 83 heißt, ja? Also Hauptbahnhof. Hey, der ist jetzt auch Hauptbahnhof. Und jetzt ist es so, wenn dieser Zug sagt, ich möchte zum Hauptbahnhof fahren, ja, aber hier steht schon ein Zug, der auch zum Hauptbahnhof fahren wollte, dann sucht er sich hier hinten automatisch nämlich das Gleis aus. Wenn die beiden besetzt sind, kann er das nächste nehmen, das dritte und so weiter. Also er sucht sich dann das freie Gleis aus. So, und das ist ziemlich cool, weil damit können wir jetzt arbeiten und können einfach sagen, dass jeder Zug, der irgendwo was holen soll draußen, der fährt einfach hierher und fährt dann hier einfach in den Gleis rein und gibt einfach alles ab, was er braucht. Und wenn wir das in der Basis nicht mehr brauchen, dann ist das Provider Carriage, also der Waggon ist dann einfach nur voll, aber er verstopft einfach nichts im Hauptbahnhof. Weil wenn wir hier Kisten hinbauen würden, ja, Kisten mit diesen Kisten zum Beispiel, mit diesen passiven Kisten, dann würden die irgendwann voll laufen. Und man müsste für jedes einzelne Art, für jedes Erz, was man ranschafft und so, bräuchte man immer wieder ein neues Gleis. Ein spezifisches Gleis nur dafür. Hm? Das brauchen wir jetzt so nicht mehr. Ja. Okay. Okay. Da. Und schon ist eingeklickt. Halt. Ja. Ah, ist ja. Doch, bleibt drin. Ja. Perfekt, so könnte man das dann machen. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt 2 brauchen, weil hier passt ja relativ viel rein eigentlich.
Sieht natürlich cooler keine aus Ahnung, mit zwei. Sieht, ja, ich wollte gerade sagen, es sieht ein bisschen cooler aus, wenn da mal zwei oder drei Anhänger dran sind. So, Ulpo, dann komm mal mit. Komm, wir fahren mal. Ich gehe in den Anhänger rein. Das geht sogar. Okay. Also, wenn man selbst fährt, dann... wenn man selbst fährt, dann ist der richtig lahmärschig, finde ich. Also, wenn man alleine, wenn man den selbst fahren lässt, dann geht der viel schneller, als wenn man alleine fährt. Das ist da komisch, aber okay. Wir müssen auch kein weil das ja ein Elektrozug ist, müssen wir da jetzt auch keine Sachen reinmachen. Also keine... Ja. Ja, ihr wisst schon. So, hier ist ja die Frage, ob wir die Unicom-Brocken einfach überbauen wollen. Dass wir hier dann irgendwo so ein Feld hinsetzen. Hier, wo man... Ey, hier könnte man ja voll den Baum, ja, Logistikbaum vermachen. Wir können ja hier richtig. Ach, siehst du, wir hätten. Ich hab noch eine. Hast du einstecken, eine? Nee, nicht einstecken. Irgendwo haben wir noch eine rumstehen. Ja, ja, die hätten wir uns anfordern müssen. Wir können ja nochmal so in die Basis fahren. Da können wir mal gucken, was wir brauchen. Hast du Platz für so ein Ding? Hä? Wo? Platz zum Anfordern? Ach so. Ich habe irgendwie alles zugeklatscht mit irgendwelchen Zeug. Nee. Laserwehrbatterien. Das sind aber alle Batterien. Laserwehrbatterien wird eh nicht angeliefert. Mache ich das mal weg? Ja, habe ich auch gerade gemacht. Okay. So. Mal kurz stoppen. Okay, was könnte man dann anfordern? Ich habe die logistische Baumpalme mal anfordern lassen. Die müsste ja dann irgendwann mal kommen. Ja, ich baue dann einfach noch so eine Fabrik, weil wir dann einfach vor Ort einfach dann die Dings machen. Die Samen. Können wir vor Ort ja anbauen, also bebauen lassen, und das war es eigentlich schon. Kann auch sein, dass wir die zerstört haben, aber wir brauchen sowieso mehr als nur eine von diesen Baumfarmen. Brauchen wir mehr? Ja, eine reicht dann. Wir haben da unten eh schon zwei stehen, also und die kommen ja auch nicht klar. Ja, stimmt, ja, die machen wir dann einfach später weg noch, ne? Also machen wir da mal zwei, genau. Drei oder so, oder wir können das, ja, mal gucken, wie platztechnisch das da aussieht. Was braucht man denn dafür? Wir brauchen rote Kabel. Ich wollte gerade gucken, was ich brauche noch. Mit dem Update, isoliertes Kupferkabel. Wo kriegen wir das jetzt her? Die Frage ist, ob wir einen großen Roboterhanger nehmen oder einfach nur einen normalen MK1. Weil wenn man einen ganz kleinen, da müssen wir ganz viele drin haben. Oder? Brauchen wir da nicht. Ja, ich kann ja mal welche anliefern lassen. Mal gucken, ob wir noch welche rumliegen haben. Sollte man eigentlich. So, man reiche mir ein paar Roboterhanger. Ich bin mal gespannt, ob die mir welche bringen oder ob wir die echt verarbeitet haben. Die komplett. Roten Kabel sind gar nicht mehr so einfach herzustellen. Was nicht? Sind die nicht mehr leicht herzustellen? Was? Isoliert? Wo sind denn die roten? Ich finde die gerade gar nicht. Bei Logistik. Waren die nicht normalerweise hier? Okay. Da sind die roten. Und da brauchst du isoliertes Kupferkabel. Isoliertes Kupferkabel findest du bei Bobs Zwischenprodukte. Ja, bei Bobs Zwischenprodukte und nein, da brauchen wir Gummi. Isoliertes Kupferkabel brauchst du verzinktes Kupferkabel und Gummi. Ja, verzinkt ist es kein Problem. Das könnte ich sogar aus der Tasche gerade herstellen, weil ich noch Zinnplatten einstecken habe. Okay, sehr gut. Und Gummi. Aber Gummi haben wir keins. Wir haben kein Gummi. Und wie machen wir Gummi? Naja, es gab ja so Gummibäume und sowas. Also wie viel Baum, du hast jetzt eine Baumfarm oder so? Ich habe gar keine noch. Oh, und die echt weggeschmissen oder was? Das heißt, die muss in irgendeine andere Kiste gewesen sein, die wir eventuell schon zerstört haben. Oder ich habe sie beim Tod verloren. Oh Gott, so. Die Baumfarmen sind komplett leer gerade. Baumfarmen sind schon leer. Hier. Dass wir die beim Tod verloren haben. Die Baumfarmen. Ja, die könnten komplett weg sein. Das kann möglich sein, weil mir so viel Schrott, wollte ich schon sagen, so viel gute Sachen hier drinnen liegen. So. Module und alles. Nur gute Sachen. Mobiler Drohnenhangar ist auch noch drin. Obsidian. Keine Ahnung, wo wir das her haben. Ja, da müssen wir jetzt aber irgendwie. Wir müssen Drohnenhangar. Dings bauen. Logistikbaum haben. Ja, da brauchen wir Gummi. Gummi, ich gehe davon aus, dass rotes Signalkabel. Warte mal, ist das rotes? Heißt das rotes Signal? Ja, ist leider. Ja, Gummi durch die Zentrifuge. Aus Harz vielleicht auch Gummi kriegen können. Na, wir hatten auch durch die Zentrifuge gab es auch mal sowas wie Gummi. Stimmt. Wo haben wir die aber wenn das zerstört, ne? Wenn das von Bob ist, dann muss doch bei Bob irgendwas mit Gummi sein. Wie sieht denn das Ding aus? Das sieht so aus wie so ein Stück. Bäh.
Bobs Materialien, da ist Gummi aus Harz. Direkt aus Harz kann man das herstellen. Oh, Schwein gehabt. Direkt ja, aus Harz. Aber haben wir noch Harz rumliegen? Hier, wir haben Harz rumliegen. Oldpool. Ich nehme das ganze Harz mal raus, bevor es weg ist. Und ich glaube, in einer ganz normalen Maschinerie stand da. Kannst du das nicht craften oder so? Im Ofen, ne? Nimm mal den hier. Bin mir gerade nicht sicher. Ach so. Ja, doch, das war im... Ja, doch, im Ofen. Im Dingsofen. Metallmischofen, oder? Egal. Wo ist denn jetzt hier? Ja, da. Ich saus hier rum. Da einfach in den Ofen rein. Ja, aber merkt ihr mal, was da... Das Glas drin. Da ja, musst du aber ja das Glas rausnehmen, Oldbull. Hab ich gerade. Hm. Ja, der hat sich wieder Neues gekrallt, der Sack. So, Harz. Wir brauchen ja einiges an dem Gummi. Das heißt, wieder sinnlos Zeug wieder einstecken, ja, Glas und so Mist. Genau, da gibt es nämlich da Gummi und dann müsstest du eigentlich auch schon die Dinger fertig machen können. Je nachdem, was du noch im Inventar hast. Wie gesagt, verzinktes Blablabla kann ich eigentlich so herstellen. Aber rote, ich brauche 20 Signalkabel. Ich brauche noch ein bisschen mehr Gummi. Wir brauchen... eine kann ich herstellen schon. Ja, also ich glaube, wir brauchen mindestens... Göttermodule! Wieso mache ich keine Göttermodule da rein, ich Idiot? Weil wir haben jetzt, glaube ich, von diesen Alien... warte mal, wo haben wir die Alien-Pflanzen? Die haben wir weggemacht gehabt, ne? Die haben wir weggemacht. Weil die hat, glaube ich, nicht mehr funktioniert oder so. Ich glaube, als wir geupdatet haben, ging das nicht mehr richtig. Wir konnten ja einige Mods, hatten wir dann nicht mehr. Haben wir den Mod gar nicht mehr drin. Genau. So, ich kann jetzt noch bauen. Ich habe jetzt 2 gebaut, kann aber noch 3 basteln, theoretisch. Ah, super. Dann bauen am besten gleich 4, dass wir 4 insgesamt haben. Okay. Dann können wir nämlich dann irgendwann hier unten die dann noch wegmachen. Gut, dann nehme ich das jetzt, das Harz wieder raus. Das ist echt am Arsch der Welt und da können wir ruhig vollstopfen, das Zeug. Bevor wir wieder irgendwie einen Holzmangel haben. Machen wir lieber wir hatten ja das Problem, dass einfach die Logistikroboter einfach hängen geblieben sind, weil die nichts mehr wegbringen konnten. Ja, wenn das da drüben passiert, ist ja kein Problem. Siehst du, wir brauchen noch ein paar. Wir müssen uns ein paar mitnehmen. Genau, das sind, glaube ich, Logistik- und Bauroboter gewesen, die wir brauchen. Nee, wir brauchen nur Logistik. Na, fürs Befüllen der Anlagen. Zum Abbauen, das sind reine Bauroboter. Ja, nee, zum Befüllen der Samen, meine ich. Du musst ja die Samen in die Anlage schmeißen. Müssen ja auch Samen rein. Aber da reichen ja ein paar. Das ist jetzt nicht so. Da würden ja 2 Stück oder so reichen. Ich glaube mir einfach den, der ja zu mir gekommen ist, gerade den da. Fuck, nicht erwischt. Oder wir gucken einfach mal irgendwo rein. Oh, hier ist alles voll, Tetschi. Bauroboter MK3. Ich nehme mal 18 Stück, das soll erstmal reichen. Hast du die Logistikroboter auch mitgenommen? Dann nehme ich die. So, hab ich die. Gut, ja, Roboter-Hangar habe ich jetzt keine gebaut. Lass uns erstmal... Nee, wir haben keine mehr. Die haben wir doch, glaube ich, alle verarbeitet zu hören. Oder wo? Hier drüben. Da waren etliche hier. Neulich. Ach, ist eine Holzkiste. Na, oh, ist eine Holzkiste. Kein Wunder, dass nichts kommt. 4 Stück nehme ich mit und mache daraus gleich mal eine Anbietertruhe. Nimm damit ich mal noch einen bisschen größere mit. Was haben wir denn noch? MK2 größeren. Ach, MK3 ist ja sogar noch drin. Wow. Ja, der wird zu groß, dann connectet das wieder. Hier ist noch ein MK2. Ach, hier noch ein MK1. Noch ein größerer, das ist ein größerer hier. Okay. So. Dann hätten wir, glaube ich, alle. Ich habe die Montagemaschine, habe ich einstecken. Roboterhanger, Roboterhammer. Schienen habe ich. Im Bahnhof müsste ich noch bauen. Machen wir direkt Zeppelins, ne? Genau. Wir brauchen Kisten eventuell. Ja, passive Kisten und so, das habe ich auch einstecken, mehr oder weniger, weil ich es ja schon gecraftet habe, ein bisschen was. Okay, na gut. Ich muss noch kurz gucken, ob ich in den... Verteidigung brauchen wir da erstmal noch nicht. Ja, noch nicht. Kommt aber auch recht schnell. Ich muss noch kurz gucken, wegen Bahnhof, wo waren das? Hatte sich alles das... Das Dime hat sich alles geklaut. Okay, Bahnhöfe haben auch genug. Aussieht, ja. Das sind diese Verbindungen zwischen den Schienen jetzt hier mit den Elektrodingern. Ja, erkenne ich gar nicht. Okay. Los, fahr, mein Freund, fahr. Ach, jetzt fahr. Ich werde ihn einfach per Hand stoppen. Es geht auf jeden Fall schneller. Also es ist auf jeden Fall schneller, als wenn ich selbst fahre. Sieht man jetzt schon. Knickarme brauchen wir zum Einladen? Ja. Das ist ja kein Ding. Wollen wir direkt hier rausfahren? Geradeaus? Willst du hier
hier jetzt schon machen? Ja, weil das ganz cool aussieht, wenn man direkt hier so geradeaus dann rausfährt. Ja, von mir aus. Das sieht irgendwie... Das ist schon zu weit, oder? Ja, nee, ich habe erstmal rausgezogen. Es reicht ja, wenn man direkt einfach nur hier... Oh, 7 Kurven habe ich bloß, ne? Ja, ja, können wir machen. Hä? Hm? Ist das jetzt nicht verbunden? Ein zu viel gelöscht? Nee, hä? Wenig. Oh, Mist. Habe ich die Kurve weggemacht? Nein. Bitte, Benji. So? Hä? So, jetzt aber. So, und dann fährt er hier geradeaus nach rechts. Und wo wollen wir ihn anhalten lassen? Wo wollen wir denn die Baumfarm direkt hinbauen? Und hier gehen wir dann irgendwie wieder drauf. Und das so machen. Ja. Frage ist jetzt nur, wo wir den hinbauen wollen. Huch, ach, das gibt's doch nicht. Man rutscht da einmal zur Seite oder so. So. Halt. So. Und? Bau, mein Freund, bau. Gut, ich baue schon mal ein paar. Überleg dir mal, wo wir den Bahnhof hinsetzen wollen. Ja. Also, welche Höhe wir das machen wollen. Ich baue schon mal. So, jetzt aber. Da machen wir das gleich so. Ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich genug Platz, ne? Ja, ja. Aber ich würde das eher hier oben machen. Also da, wo er jetzt ungefähr steht, finde ich eigentlich ganz cool. Eigentlich müsste man, ich glaube, das müsste man ja so blockmäßig machen. Zum Glück bin ich so schnell, ey. So fucking schnell. So. Okay, ja, ist die Frage, wo mich direkt hier im Bahnhof oder hier in der Mitte so. Also wir müssen mal gucken, wo wir die Logistikbaumfarm hinbesetzen, damit die nicht so weit fliegen müssen und bla bla bla. Ich würde hier direkt hinten hinmachen. Hier, also hier so. Hier oben, also. Ach, guck mal, das ist ja voll kleiner Bereich eigentlich. Ja, die sind nicht so groß. Warte mal. Da kannst du ja gleich mal gucken, dass du 4 Stück nebeneinander stellst. Ach Mist. Sehe ich den ersten nicht mehr. Der geht bis dahin, bis da. Wenn, dann will ich das direkt. Warte, sag mich, wo ich hinstellen. Oh. Wo ich hinstellen soll. Hab schon gebaut. Hier, warte. Ist weit, oder? Nee, nee, das ist genau perfekt nebeneinander. Ist das? Ja. Und das ist dann dort. Na? Ist ja doof, dass man sich bewegen muss. So, und der ist ja dann. Quasi hier. Okay. Ja. Ja, passt. So, und die gehen. Sieht man gerade nicht, aber hier ist genug Platz eigentlich, um die dann noch einzuladen und beziehungsweise noch umzumodeln. Wir müssen ja hier dann. Wie bitte? Jetzt guck mal mit dem Roboport. Ach so. Ich hätte eigentlich eine Mitte freilassen sollen für den Roboport eigentlich, aber okay. Ich nehme erstmal den normalen MK. Oh, der MK1er bitte. Ah, nee, vielleicht soll ich doch... Dran, der Außenbereich zählt, ne? Ja, aber auch der Innenbereich zum Anliefern. Du musst das ja auch da rein... Die Samen müssen ja reingeliefert werden. Okay. Und da ist es echt doof. Ja, dann guck mal, bei MK2 passt vielleicht. Ah. Ich habe hier noch die MK3. Wo ist der andere MK1? Okay, der reicht. Der ist gut. Ja? Den kann ich nämlich hier... Also der verbindet sich auch mit nichts. Den kann ich hier da vorsetzen. Hier zum Beispiel. Ja, und... Super. Ist außerhalb von den anderen, hoffe ich doch. Ja, müsste locker sein. So, und dann bräuchte man jetzt noch eine Anlage quasi, wo das Holz hingebracht wird zum Verarbeiten. Mhm. Und gleichzeitig muss dann aber das einiges an Holz auch hier reingemacht werden dann. Wo? Also in den, mit diesen Kisten reingelagert werden, mit Knickarm und Fließband und so ein Scheiß. Das kann man ja, glaube ich, relativ einfach tun, oder? Bahn. So, wir haben aber noch trotzdem noch eine Problematik, Denji. Ja. Wir haben hier keinen Strom. Strom gibt's aber von hier drüben. Von der Schiene abziehen? Ja, die können wir direkt klauen. Hä? Wieso hat er sich nicht verbunden? Hey, normalerweise hat er sich immer verbunden gehabt. Moment, vielleicht muss ich die Schiene neu setzen. Also zumindest bei mir, ich habe das so gesehen gehabt, da hat das funktioniert. Ah, jetzt. Muss man die Schiene neu setzen. Okay.
Die anderen brauchen ja keinen Strom. Die Frage ist halt, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt da, ob wir das da so sitzen lassen oder so. So, jetzt wollen wir hier erstmal eine Anbieterkiste. Hier ist eine Anforderungskiste, eine Anbieterkiste. Genau. Aber die müssen das ja nicht nur dahin bringen, sondern auch woanders hin. Ah, ich habe eine Idee. Wir machen hier so. Mach die mal eher nach unten, die Anforderungskiste. Echt? Da brauchen wir nämlich nicht extra nochmal einen Strom. Ach, du meinst die Anbieterkiste, meinst du? Ja, 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 meine ich. Denn die hier oben, die fordert jetzt Holz an, aber nur ein Stack quasi. So. Und dann machen wir hier hinten, wo der Zug nämlich anhält. Ich fahre mal kurz ein Stück zurück, weil der eine gewisse Geschwindigkeit hat und dementsprechend immer falsch steht. Ach, ich laber nur Mist. Ich mache jetzt einfach hier so, so. Fahr da hin. Hä? Ach, jetzt fährt er zum Hauptbahnhof. Nein! Ich komme gleich zu dir. Das dauert ein bisschen. Wir müssen noch eine ganze Runde fahren. Ja, mach mal keinen Stress. So, okay. Die Baumfarmen sind schon mal am Arbeiten. Nice. Hast du ein paar Logistikroboter schon rausgehauen, oder wie? Ja, ja. Okay. So, tu, tschakka, tschakka, tschakka. So, jetzt ist ja immer nur die Frage, wir brauchen Holz, um überhaupt hier weiterzumachen. Wir müssen das quasi so konstruieren, dass... Ja, Holz habe ich, glaube ich, sogar was einstecken. Dass erst das Holz in die Sapling Farm geht und danach, was übrig ist, wenn die Sapling Farm nichts mehr weiterverarbeitet, dann soll das erst zum Zug gehen. Warte, ich hatte mal sowas ein ähnliches gemacht gehabt. Es gibt doch hier diese Schalter. Schalter? Ich weiß aber nicht, wie die funktionieren. Ach stimmt, es gibt ja so Schalter. Und wie gehen die Schalter? Wo sind die Schalter? Kombinator oder wie die halt die ganze Zeit. Aber wo sind die? Ach, da. Bei Logistik, ganz unten. Das ist halt ein Und. Da, nee, das plus das ergibt irgendwas und das andere ist halt Vergleich. Ist das größer als das? Aber ich glaube, das können wir auch anderwertig machen. Hier fordern wir 100 Holz an. Hier, ne? In der Kiste. Hier fordern wir 100 Holz an. Wird das nicht zuerst hierhin gebracht als hierhin? Ich bin mir nicht sicher, weil das ja weiter weg ist. Da wird sowieso nichts hingebracht, weil wir müssen noch das nicht. Mit Fließbändern machen. Ne? Du kannst natürlich auch mit Fließbändern machen, wenn du willst. Weil wir könnten auch einfach hier... Hier ist ja keine Anforderungskiste, das ist ja nur eine Anforderungskiste. Ja, wollte ich ja noch hinbauen, aber man könnte theoretisch auch hier alles einfach anfordern, einfach alle... Ja, genau. Alles, Moment mal, ich mache mal übrigens so hier. Dann fordern wir hier einfach den Maximal an, 4800. So. Und von dort machen wir einen schnellen Knickarm in die Maschine. Und vielleicht einen langsameren ja, in ja die doof, Richtung. Wir brauchen ja dann später auch die Masse. Und dann ist es ja doof, wenn dann langsamer drin ist. Ja, eben. Aber das ist halt eine Kiste, ist das hier. Du musst es so sehen, wenn hier erstmal alles läuft, wird, glaube ich, die Kiste sowieso irgendwie das meiste kriegen. Ja, beziehungsweise, Old Bull, dieser eine Knickarm hier, der zieht ja mehr als nur eins raus. Die können ja pro Knicken, kann der vier, nee, was, wie viel macht denn ja, der? Doch vier, von, nee, zwei, von zwei Inventar bloß. Inventar ist das ja, ne? Aber der macht bloß zwei, wie wenig haben wir davon erforscht? Da müssen wir mal ein bisschen mehr erforschen. Ja, die Stapelgröße können wir, glaube ich, dann noch auf 5. Hier. Die nächste. Ja, die ist ja total billig. Kostet, Entschuldigung, 60 Rot und 60 Grüne. Können wir dann machen. Wenn ein Kampfanzug zu Ende ist. Ja. Und dann nimmt er sich sowieso immer mehr raus. Ne? Momentan. Wir können das sowieso dann später, wenn die richtig boomen, die Dinger hier, dann wird die eine Kiste gar nicht mehr reichen. Dann nehmen wir einfach noch eine zweite Kiste und dann liefern die eher an zwei Kisten und so. Ich glaube, das wird nicht das Problem so sein. Ja, stimmt. Wir brauchen sowieso die Zwischenlagerkisten, ne? Ne, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können das direkt vom Fließband runterhauen lassen, oder? Ich werde nur gucken, wie schnell das Ganze geht. Es gibt ja auch sehr schnelle Knickarme. Ich glaube, die können wir noch gar nicht bauen, oder? Weiß ich gar nicht. Ja gut, ich glaube, eine, ja doch, passt schon so. Machen wir da unten auch noch welche hin. Ich habe, glaube ich, nur noch die hier. Da fehlen noch zwei Stück. Wie viel passen da überhaupt rein? Ich habe gar nicht geguckt. So viel ist das hier gar nicht. Ja, so viel ist das gar nicht, deswegen ja.
Ah, lol, die holen sich das von da. Das ist ganz gut, Tenchi. Ja, dann brauchen wir ja gar... Ja doch, dann haben wir ja gar, haben wir ja gar kein Problem, was das angeht. Ja, ist ja trotzdem ein bisschen doof. Weil der fordert ja alles hier an. Oder wir machen eine Lagerkiste. Wir machen hier statt die blauen. Nee, die blaue ist okay. Die blaue ist okay, dann fordern wir 100 Stück an. Weil dann holt er sich immer aus dem Zug die 100 Stück an. Ja, die blaue Kiste. Und dann machen wir hier noch eine Lagerkiste hin. Dann hast du sowieso gleich wieder alles da drin. Genau, und da ist dann da kommt dann der Restholz rein. Ja, ist gut. Ich baue mal zwei Lagerkisten oder für mich auch drei, je nachdem. Stell dir vor, die bauen wir jetzt zum Beispiel hier hin. Huch. Und dann die schaufeln das dann auf das Fließband drauf. So. Und dann wird das hier hingebracht automatisch, weil es Lagerkisten sind. Wird hier hingebracht, der Zug bietet dann die Holz an und das Holz wird dann hier rübergebracht. Ja. Also warte, ich kann es ja mal demonstrieren. Ich nehme mal alles. Oh, ja, so zum Beispiel, hast du ja gerade gesehen. Die holen es halt aus dem Zug jetzt. Ja, das ist ja gut so. So, jetzt gibt es nichts mehr im Zug. So. Dann sieht das so aus. Das Holz wird hier in die Lagerkisten gebracht. Hä? Ach, Lagerkisten sind auch gleichzeitig passive. Ja, oh, das ist doch super, das ist doch perfekt. Dann wird es ja, glaube ich, nie ein Problem geben, weil die immer hier was hinbringen. Ja, ja. Selbst wenn es in den Zug geschleckt wird. Geschleckt. Gesteckt meine ich natürlich. Brauchen wir aber naheliegende Knickarme vielleicht noch, damit wir... warte. Schnell noch einen Namen legen. Naheliegender nehme ich noch. Und dann brauchen wir noch generell einen schnellen. Hast du noch einen schnellen Einstecken vielleicht zufällig? Nee, ich müsste einen bauen. Aber ich kann keinen bauen. Ja, dann baue ich. Kein oder Problem. Doch. Ich hehe. Denji ist schneller. So, ich glaube, das passt so. Oh, Strom ist weg da oben. Da war nie Strom da, glaube ich. Ach so. Jetzt ist da. Das wo ist wie sieht? Noch ein Stück höher. Ja, sieht kacke aus, hast recht. So. Hä? Den brauchen wir doch gar nicht da oben. Ja, na gut, für die an. Ach so, ja, okay. Dies hab ich nicht gesehen. Ja, wie man sieht, ne, momentan, solange wie die Baumfarmen jetzt hier erstmal anwachsen müssen, dauert natürlich ein bisschen. Ja gut, das ist klar. Ich muss erstmal anlaufen dann. Das muss anlaufen. Theoretisch könnte man jetzt Dünger oder sowas noch herstellen, dass sie jetzt zum Beispiel noch mit Dünger versorgt werden. Das musst du dann aber wieder herbringen, ne? Das heißt, dass der Zug dann nicht wieder, egal, diese Anforderungswaggons, wenn die funktionieren würden, richtig, dann könnte man einfach in den Bahnhof reinfahren, den Dünger anfordern und wieder hochbringen. Ja, genau. Aber die haben bei mir im Singleplayer nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob die im Multiplayer vielleicht mittlerweile funktionieren. Keine Ahnung, vielleicht ist das hier eine neuere Version, die wir hier verwenden. Ich habe keine Ahnung. Ja, wobei, du musst sie doch gar nicht. Du kannst das doch genauso machen. Du hast ja hier dein Angebot, dein Provider-Dings, ne? Ja. Ja, wenn du einfach den zweiten Anhänger nur mit den Dingern vollmachst, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir machen die Geschichte hier weg. Nee, warte, das Problem ist, du willst ja das Dünger hochbringen, das muss man ja irgendwo herstellen. Ja, das machen wir drüben. Ja, aber dann musst du wieder mit dem Zug, ja, in eine bestimmte Haltestelle reinfahren. Ja, zum Einladen, ne? Genau. Momentan ist denen das egal, wo er reinfährt. Warte mal, wir probieren es mal, ich baue mal so einen Zug. Also bei mir hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und auch die Laserzüge und so waren auch ein bisschen verbuggt. Wenn kaum was hier abgebaut ist, ist für immer der Wagen da geblieben. Aber wir kümmern uns darin, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder 3 Minuten drüber. Ja, 3 Minuten sogar schon drüber. Krass. Ja, okay, ich weiß. Ich habe mal einen Requesterwagen, den habe ich jetzt hier eingemacht, aber du kannst dich gar nicht einstellen. Nee, du kannst mit der dritten Maustaste machen, aber das ist, glaube ich, das ganz normale Belegen eines Dings. Ich habe auch keine Ahnung. Nee, du kannst hier unten. Du musst weiter runter gucken. Der Wagen der wird dann dicker. Der wird dicker. Ja, wenn ich auf den Wagen klicke. Ja, auf den. Du musst ihn mit dem Maus ein bisschen rummachen, dann kommt die Kiste erst. Und da hast du dieses Logistikfeld, aber wenn ich jetzt da das Holz reinmache. Sie haben das hingebracht. Aber das ist dann wieder verschwunden bei mir. Der ist losgefahren. Kann ja mal kurz losschicken, dass der mal seine Runde dreht, würde ich gerade sagen. Ja, mit Holz ist doof. Warte mal, mach mal. Warte mal, ich baue was anderes an. Nee, ich will mal kurz gucken, ob der das drin lässt.
Ach so, du willst mir jetzt Zahnräder machen, weil ich habe gerade Zahnräder einstecken. So. Aha, du hast welche einstecken. So, und dann und? Schmeiß ich ja in die Lagerkiste Zahnräder. Ich mache jetzt mal nur auf. Ja, Holz hat er doch auch gerade angeschleppt. Er hat doch gerade auch Holz auch gemacht gerade. So, und jetzt fahren wir eine Runde rum. Ja, das ist nicht so einfach. Warte, das ist doch einfach. Pass auf, ich fahre so. Und jetzt fahr bitte zum Bahnhof Holz. Und dann komm wieder zurück. Ja. Achso, nee, der fährt jetzt eine Runde, ne? Er fährt jetzt alleine seine Runde. So, und jetzt geb ich mal die nächsten Zahnräder noch rein. Nee, mein Problem war einfach, dass der Auftrag verschwunden ist. Der stand nicht mehr drin. Hey, was machst du jetzt? Verstopfst das Band mit Zahnrädern. Hä? Achso, ach du Scheiße, die tut das ja auch ausladen da. Das brauche ich ja gar nicht aus. Na doch. Das ist doof. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist weg. Siehst du das? Ist es auch. Ne, hier, guck rein. Ist echt verschwunden, der Scheiß. Das meine ich, das ist total sinnlos irgendwie. Was bringt dir das dann, wenn du es nicht einstellen kannst? Beziehungsweise, wenn es dann immer wieder verschwindet. Wenn der Request dann verschwindet, dann. Ja, hast du recht. So, gucken wir mal, nehmen wir hier mal auch die Zahnräder wieder raus. Schade. Hätte man ein bisschen einfacher lösen können, das Ganze dann. Ja, deswegen. Ich wollte es bei mir auch verwenden, um wichtige Sachen hochzubringen, wie Reparaturpacks und sowas. Aber naja. Gut, Leute, das nächste Mal wird hoffentlich die Baumrücken dann anlaufen und wir kümmern uns um den Kohlezug. Ja. Ne? Muss ja auch mal gemacht werden. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.